Einen schönen guten Nachmittag. Ja, ich bin von der Technischen Informationsbibliothek in Hannover. Das ist die deutsche zentrale Fachbibliothek für Technik, Architektur, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik. Das ist also ein ganz anderes Feld, in dem wir uns jetzt hier bewegen. Wir sind Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft, sind eine DOI-Registrierungsagentur seit 2005 für Forschungsdaten und stellen über unser Fachportal GetInfo 160 Millionen Datensätze zur Verfügung. Wir haben da Zugang zu Volltexten, zu audiovisuellen Materialien, 3D-Objekten etc. Und wir betreiben gemeinsam mit Partnern angewandte Forschung und Entwicklung in den Bereichen visuelle Suche, Visualisierung, Visual Analytics, Open Science. In Wissenschaft, Forschung und Lehre entstehen immer mehr nicht textuelle Materialien oder eben auch gerade da, weil man dort eben sehr schön auch Dinge visualisieren kann und muss. Wir bewegen uns hier in diesem naturwissenschaftlichen Bereich, das heißt, bei den Filmen geht es dann um so Dinge wie Visualisierung von Zeitreihen oder virtuelle Rundflüge durch bestimmte Dinge, die aus Klimaforschung entstehen beispielsweise, also ein völlig anderes Gebiet. 3D-Modelle können Sie sich vielleicht vorstellen, Architektur gibt es reichlich, Maschinenbau haben wir eine ganze Reihe von 3D-Modellen. Das heißt also, dieser Bereich wächst ständig. Und es gehört natürlich auch zum kulturellen Erbe, diese Materialien. Aber wo finden wir diese Materialien? Also die Fülle dieser Fach- und Forschungsinformationen finden wir auf YouTube und wir finden sie bei Vimeo oder wir finden sie bei SlideShare. Das birgt natürlich unterschiedliche Probleme, ja, für die nachhaltige Nutzung dieser Materialien, für die langfristige Auffindbarkeit, für die Zitierfähigkeit. Oder auch für die rechtssichere Nutzung, für die Forschung dieser Materialien. Eine zukunftssichere Alternative dazu bieten innovative Bibliotheksdienste, wie beispielsweise das AV-Portal, das ich Ihnen heute vorstellen möchte. Dieses Portal war ein Projekt von 2011 bis Ende 2013. Das haben wir mit dem Hasso-Plattner-Institut zusammen gemacht. Und es ist entstanden in unserem Kompetenzzentrum für nicht-textuelle Materialien. In diesem Kompetenzzentrum befassen wir uns im Wesentlichen damit, Zugang zu gestalten zu wissenschaftlichen, nicht-textuellen Materialien und diese Materialien so einfach publizierbar, auffindbar und nutzbar zu machen, wie das heutzutage für textuelle Materialien schon möglich ist. Hier nochmal ein Zitat aus dem Gesamtkonzept für Informationsinfrastruktur in Deutschland. Hier wird auch gesagt, es geht um Zugangs-, es geht um Nutzungsbedingungen, es geht um optimierte Erschließung, persistente Identifizierung und vor allen Dingen um Such- und Visualisierungstechnologien. Und hier, genau um diesen Bereich soll es auch gehen in meinem Vortrag, um die Zugänglichmachung dieser Materialien. Das TIB AV-Portal ist seit April 2014 online und das ist vielleicht auch das Besondere, dass hier aus einem Projekt tatsächlich eine nachhaltige Entwicklung entstanden ist, die von jedem genutzt werden kann. Sie sehen hier unten die Adresse, rufen Sie es auf, probieren Sie es aus. Dieses Portal ist für Filme aus Forschung und Lehre, für Forschung und Lehre kostenfrei und wir verwenden hier innovative Retrieval-Technologien, die ich Ihnen dann gleich auch noch vorstellen werde, die den Nutzer bei der Suche nach und vor allen Dingen in Videos ganz erheblich unterstützen. Wir haben fast alles auch unter Open Access Creative Commons Lizenzen auf diesem Portal und dieses Portal wurde von Anfang an mit Nutzern gemeinsam entwickelt. Wir haben das heute in einem anderen Vortrag schon gehört, wie wichtig dies natürlich ist, klar, nicht am Nutzer vorbei, designen und entwickeln. Das heißt, wir haben hier vom ersten papierbasierten Prototypen über Fokusgruppen, über aufwendige Usability-Tests mit Eye-Tracking den Nutzer mitgenommen. Der Nutzer war insbesondere natürlich in der Anforderungsanalyse ganz erheblich gefragt. Und das sind die Kernpunkte, die dabei rausgekommen ist. Unsere Zielgruppe sind Forschende, Lehrende,
und natürlich auch die interessierte Öffentlichkeit. Die Punkte, die sich hier im Wesentlichen rauskristallisiert haben, keine Überraschung, qualitativ hochwertiger fachspezifischer Content, möglichst freier Zugang und Nutzung, dauerhafte Auffindbarkeit, die Zitierfähigkeit, ganz wichtig in der Forschung, auf Segment- oder Sekundenlevel, eine gute Durchsuchbarkeit und Verlinkung zu weiteren Forschungsinformationen, ja, weil Standalone-AV-Materialien helfen der Forschung nicht viel. Damit Sie einen Überblick darüber bekommen, worum es bei uns geht, ich habe keine Filme mitgebracht erstmal, das ist unser Sammlungsprofil, das heißt, wir sammeln wissenschaftliche Vorträge, wir sammeln Aufzeichnungen von Experimenten, Techniken, Verfahren aus Forschung und Entwicklung, mikroskopische Aufnahmen, Wärmebildkameras, super Slow Motion, solche Dinge, Dokumentation und Darstellung von Forschungsarbeiten und Ergebnissen, das heißt also audiovisuelle Forschungsdaten, Modellierungen, Simulationen und viel natürlich dieser gesamte E-Learning-Bereich mit Massive Open Online Courses, Open Educational Resources, haben wir heute auch schon mal gehört. Und auch Darstellung von Projektergebnissen und vieles mehr. Die Akquise, die wir hier machen, wir machen proaktiv Akquise natürlich für diese Materialien. Das heißt, wir gehen Kooperationen ein mit Forschungsinstituten und mit Hochschulen. Und man kann aber auch selbstständig als Einzelperson oder Institution Materialien auf das Portal laden. Und wenn sie dem Sammlungsprofil entsprechen, werden diese dann auch freigeschaltet. Zudem haben wir Ende 2012 die Sammlung des Instituts für Wissen und Medien übernommen. Das sind 11.200 Filmwerke aus 100 Jahren Wissenschaftsgeschichte, also Filmwissenschaftsgeschichte, aus unterschiedlichen Fächern. Das betrifft im Wesentlichen Forschungsfilme, Hochschulfilme, Dokumentarfilme. Ein großer Teil dieser Materialien ist beispielsweise der Enzyklopädie Cinematographica zuzuordnen. Das ist eine Filmreihe, die so in den 50ern und bis 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entstand und wo es um monothematische Bewegungsabläufe geht. Sie sehen das hier mal dokumentiert. Der Schritt bei Tieren beispielsweise ist hier dokumentiert worden in kleinen Videoclips, um das für die Forschung auch eben vergleichbar und analysierbar zu machen. Konrad Lorenz hier, eine ganz herausragende Persönlichkeit. Wir haben inzwischen ungefähr 1000 dieser Filme auf unserem Portal frei zugänglich für die Nutzer und es werden täglich mehr, je nachdem, wie schnell die Klärung der Rechte hier vorangeht. Und es gibt natürlich aber auch Filme, die können wir nicht online stellen, aus ethischen Gründen und so weiter. Die kann man dann aber bei uns im Haus ansehen. Und die werden dort zugänglich gemacht. So, das nächste, klar, eben freier Zugang zu den Materialien. Wozu brauchen wir das überhaupt? Also wir wollen die Materialien halt online bereitstellen in diesem AV-Portal. Jeder soll darauf zugreifen können. Wir wollen die Metadaten weitergeben können. Wir wollen größtmögliche Freiheit für die Nutzer und auch für uns selbst, weil wenn man solche innovativen Retrieval-Technologien benutzt, braucht man das Bearbeitungsrecht. Ja, also selbst wenn Sie nur indexieren wollen oder wenn Sie eine Bildanalyse machen wollen, brauchen Sie das Bearbeitungsrecht und deswegen brauchen wir natürlich umfassende und offene Lizenzen. Wir machen das auch so. Ja, wir verhandeln das meiste unter Open Access Lizenzen, Creative Commons. Das gelingt uns auch ganz gut. Insbesondere was die Born Digital Materialien angeht, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Was die Materialien vom IWF angeht, ist das sehr, sehr aufwendig. Also deswegen dauert das auch so lange, diese Materialien tatsächlich online bringen zu können. Aber wir verhandeln tatsächlich mit den Rechteinhabern, beispielsweise Lizenzeinschränkungen wegzubekommen, um mehr Rechte eingeräumt zu bekommen, um Rechte auch eingeräumt zu bekommen für Nutzungsarten, die heute noch gar nicht klar sind, ja, also die wir noch gar nicht kennen für die Zukunft. Und wie gesagt, sehr aufwendige Geschichte, aber der Erfolg gibt uns recht. Viele Materialien können tatsächlich genutzt werden, die Rechteinhaber stimmen dem zu. Das heißt, dieses IWF-Erbe wird dann auch nach und nach, nach langen Verhandlungen, muss man schon sagen, es ist schon zäh, aber wir sind hier ziemlich erfolgreich.
Ja, dann die dauerhafte Auffindbarkeit und die Zitierfähigkeit auf Segmentlevel. Die Strategie bei uns ist, dass wir einen Digital Object Identifier für jeden Film vergeben. Das heißt, die Filmwerke sind durch so einen, hier unten sehen Sie die Syntax, gekennzeichnet. Und dieser Digital Object Identifier ist mit dem Objekt verknüpft und eben nicht mit dem Ort. Das heißt, diese Materialien sind dauerhaft auffindbar. Und wir machen das auch auf Segmentlevel beziehungsweise sekundengenau. Das heißt, hinter diese Syntax wird dann einfach ein Timecode gehängt, sodass man dann sekundengenau diese Materialien zitieren kann. Und das ist eben für die Forschung enorm wichtig. Der nächste Punkt ist die Zugänglichkeit zu den Materialien oder Durchsuchbarkeit der Materialien. Ja klar, strukturierte Metadaten, haben wir gehört, ist trivial. Was wir machen, ist eben zu diesen strukturierten Metadaten generieren wir noch automatische Metadaten. Das heißt, wir machen eine automatische Erschließung der Materialien. Denn wenn Sie mit den Metadaten, können Sie im Prinzip den Film finden, ja. Wenn Sie ganz viel Ressourcen zur Verfügung haben, können Sie das auch auf Segmentlevel machen, ist aber eigentlich unrealistisch. Welche Einrichtung hat so viele Ressourcen? Das heißt, die automatische Generierung inhaltsbasierter Metadaten ist hier unsere Lösung. Wir nehmen beispielsweise Informationen aus der Sprache. Die Sprache wird transkribiert, daraus entsteht eben ein Transkript, ein Text. Das wird indexiert, kann durchsuchbar gemacht werden. Visuelle Merkmale ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Kann dann auch beispielsweise, die Maschine kann dann erkennen, das ist eine Indoor-Situation, ja, und es handelt sich hier wahrscheinlich um ein Experiment. Wir haben hier eine ganze Reihe von Klassen antrainiert, fachspezifische Klassen und fächerübergreifende Klassen. Fächerübergreifend wäre sowas wie, das ist ein Interview, das ist eine Computeranimation. Und fachspezifische Klassen sind dann eher so etwas wie in der Architektur, es ist eine sehr, da gibt es ja viele Bilder, sehr visuell, da könnte man sagen, es ist ein Gebäude oder ein Gebäudeteil oder es ist ein Bauplan oder in der Technik kann man auch sagen, es ist ein Flugzeug oder ein Auto. Immerhin. So, textuelle Informationen sind sehr ergiebig, ja, das beispielsweise, wenn man von Slides ausgeht, ist unheimlich viel Information drauf, die man rausziehen kann, die man dann auch indexieren kann und durchsuchbar machen kann. Und das Video wird natürlich segmentiert, das heißt, entstehen einzelne Segmente und diese zusätzlich generierten Metadaten werden dann wiederum diesen Segmenten zugeordnet. Das würde ich Ihnen jetzt auch gerne mal zeigen. So, das heißt, so sieht unser TEB-AV-Portal aus. Sie können es aufrufen, wie gesagt, über diese Adresse, die Sie schon gesehen haben. Wir haben momentan hier so um die 3000 Filme drauf und wie gesagt, es werden täglich mehr. Die meisten Filme sind unter Open Access. Für einige Filme muss man sich registrieren, ist aber minimal. Wenn Sie registriert sind, können Sie auch selber Filme hochladen. Und Also nehmen wir mal an, Sie suchen nach einem Begriff wie Schleuse. Ich gebe das mal eben hier ein. Werden nun eben nicht nur die Metadaten durchsucht, sondern, wenn es klappen würde, haben wir kein Netz. So, jetzt klappt es. Also jetzt werden eben nicht nur die Metadaten durchsucht, sondern es wird der Text durchsucht, es wird die Sprache durchsucht und es wird das Bild durchsucht. Und Sie sehen hier immer unterhalb des Videos, aha, der Treffer wurde gefunden, 3-mal in den Metadaten oder im Text im Video 17-mal. Wenn ein Film wenn es halt hier heißt in den Metadaten, das ist natürlich keine Kunst. Interessant wird es natürlich da, wo der Suchbegriff nicht gefunden wird im in den Metadaten, nämlich beispielsweise dann eben im Text oder nur im Bild. Und hier hätten wir so einen Film, da haben wir zweimal, ist der Sprecher, wird der Schleuse im Sprechertext gefunden. Und Sie sehen dann hier, das ist ein Film zur Wasserwirtschaft.
Jetzt müssen wir, glaube ich, mal eben den Text. Das so. Hier geht es um, jetzt lasse ich den Film doch noch ein bisschen laufen, weil man gleich sieht, hier geht es tatsächlich um eine Schleuse. Das heißt, hier wird der Text erkannt. Ja, hier haben wir die Items aus der Spracherkennung, hier auf der rechten Seite, hier aus der Texterkennung, hier aus dem Bildinhalt. Und das heißt, wir haben hier diese Segmente, diese roten Segmente beinhalten ihren Suchbegriff. Und hier auf der rechten Seite haben wir die Analyseergebnisse eben aus der Sprachtext- und Bilderkennung. Und es wird jeweils gehighlightet. Hier eben, wie gesagt, haben wir aus der Spracherkennung und auch aus der Bilderkennung, aus der Texterkennung das Wort Schleuse. Es kann da zugeordnet werden und hier hinter diesen Analyseergebnissen, die sind auch verlinkt mit einer Ontologie, mit der GND, mit der gemeinsamen Normdatei, die uns ermöglicht, eben aus diesen Entitäten auch für die Hauptbezeichner die Synonyme und die Ober- und Unterbegriffe zu finden. Das heißt, auch darin kann natürlich dann recherchiert werden. Und das heißt, hier ist tatsächlich die Möglichkeit geschaffen, auf Segmentebene inhaltsbasiert zu suchen. Man kann dann auch die englische Version wählen, das heißt, das ist ein crosslinguales Portal. Die Begriffe aus der GND sind dann wieder gemappt worden auf die DBpedia und darüber sind die Interlanguage Links gezogen worden, sodass man hier nun auch, wenn man auf die englische Version geht, entsprechende Übersetzungen bekommt. Ja, da wird dann eben die Schleuse zum Log. Und mit diesen Verfahren haben wir einen erheblichen Mehrwert für den Benutzer, ja, eine deutlich verbesserte Erschließung der Materialien. Sie sehen auch hier unterhalb des Bildes diesen Digital Object Identifier, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das heißt, hier hinten ist der Zeitcode dran, der sich ändert, je nachdem, in welches Videosegment Sie springen. Sie können das rauskopieren und dann eben in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit verwenden, um diese Filme zu zitieren. Hier drunter sind dann die Metadaten. Sie haben hier den Digital Object Identifier für den gesamten Film. Hier sehen Sie, was Sie mit diesem Film machen dürfen. Hier haben wir die Creative Commons, keine kommerzielle Nutzung 3.0 bei diesem Film. Und Sie haben weitere Bezugsmöglichkeiten. Sie können den Film auch lizenzieren oder Teile lizenzieren, indem Sie dort eben ein Formular ausfüllen. Wir haben über semantische Verknüpfungsverfahren auch ähnliche Filme, die wir hier anbieten können. Das sind im Wesentlichen die Mehrwerte des Portals. Wenn wir jetzt nochmal umschalten eben auf die Präsentation. Was Sie gesehen haben eben ist, dass man mit diesen Erschließungsverfahren ganz erhebliche Mehrwerte schaffen kann. Diese Prozesse, das läuft im Hintergrund halt als Prozesse ab. Und als für die Rezipienten und Produzenten entstehen hier Mehrwerte für die Wissenschaft, wie beispielsweise eben diese Suchmöglichkeiten, segmentgenauer Zugriff, segmentgenaues Zitieren und vieles weitere. Was hier noch fehlt jetzt, ist die Future Work, nämlich das Ganze zu verbinden mit weiteren Forschungsinformationen, die man über weitere Identifier reinholen kann, wie beispielsweise die ORCID. Dort kriegt man Autoreninformationen, die verbunden sind mit den wissenschaftlichen Arbeiten, die dort generiert wurden. Und die Idee ist halt auch zu sagen, okay, was können wir an Informationen noch zusätzlich zu diesen Filmen dort ablegen, damit wir so ein Mashup haben, von dem wir vorhin schon gehört haben, nämlich indem man beispielsweise sagt, okay, dieses Video ist gemacht worden von diesem Autor, dieser Autor ist dort und dort angestellt, der hat forscht in diesem Bereich, der hat Research Fellows, die sind dort und dort tätig und haben das und das publiziert und hier sind weitere Artikel in GetInfo beispielsweise, die kann man reinholen, die können dann aufgerufen werden oder irgendwelche Artikel, die elsewhere on the web gepublished sind oder auch, dass man die Forschungsdaten zugänglich macht, gleich mit dem Film sozusagen, sodass der Forscher alles auf einer Seite hat, von den Artikeln bis hin zur Visualisierung und den Rohdaten, die dahinter liegen. Das sind Dinge, mit denen wir uns in der nächsten Zeit beschäftigen werden. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.